Ja, hallihallo an allen. Ich bin wieder da. Wir üben jetzt weiter unser Lagenwechsel. Das letzte Mal haben wir ja ganz gut, glaube ich, die Theorie untersucht und jetzt wollen wir zur Praxis fortschreiten. In diesem Video werden wir die Lagenwechsel aufbauen von der erste zu dritte Lage in drei verschiedenen Fingerverbindungen. Ihr braucht dafür einen einfachen Text, den man sehr gut finden kann. Ihr kennt sicherlich Sefsik. Ich habe für euch vorbereitet heute von Sefsik Opus 1 Part 2 Nummer 15. Also den müsstet ihr euch kaufen oder runterladen. Ich glaube, das ist auch freigestellt auf imslb.org. Und wir werden uns heute mit den ersten zwei Zeilen beschäftigen. Wir brauchen auch ein Metronom und setzen den auf 60. Ich mache den für das Video jetzt auf Mute, weil es sonst ein bisschen unangenehm sein wird, aber ich lasse es laufen. Wir haben ja gesehen, die Verbindung geht also mit einem normalen Druck, dann einem Druckimpuls und das Loslassen des Drucks ohne dass die Saite wieder ganz nach oben kommt oder ohne, dass der Finger die Saite verlässt. Wir fangen mit dem ersten Lagenwechsel an. Der geht von einem E auf der D-Saite zu einem Gis. Ich mache das mal vor. Mein Metronom macht Pip, 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 Pip und dann mache ich mehr Druck, Lagenwechsel. Normaler Druck, mehr Druck, die Verbindung über oben und Lagenwechsel nach hinten. Okay, wichtiger Punkt dabei ist, dass das Handgelenk nicht als erstes wieder nach hinten zieht. Ja, oftmals sieht man die Schwierigkeit, der Hinweg geht gut und manchmal auf dem Rückweg wird erst das Handgelenk gezogen. Das machen wir nicht. Wir gehen rückwärts mit einem glatten Handgelenk. Ich kann auch mal das Hemd aufmachen, dann seht ihr das besser. Und wir machen die ganze Reihe von allen Fingern, die von demselben Finger hoch und runter gehen. Jetzt haben wir 1 zu 1 gemacht, jetzt machen wir 2 zu 2 und Druck. Der dritte Finger. Okay, das kann sein, dass bei vielen Bratscher und Bratschistinnen, die vielleicht klein sind, dass da schon bei dem dritten Finger das Handgelenk nicht mehr ganz gerade bleiben kann, weil ich dann am Korpus komme. In dem Fall und nur ab dem Moment, wo es nicht mehr anders geht, gestalten wir, dass das Handgelenk leicht nach hinten geht. Seht ihr das? Ich zeige euch das nochmal. Dritten Finger. Druck. Und hier habe ich einen kleinen Knick. Ja? Der ist normal, das geht anders nicht. Aber ich nehme den sofort zurück, wenn ich runtergehe. Nochmal. Und zurück. Und nicht. Ja. Vierten Finger. Da wird es noch mehr mit dem Knick sein. Der vierte Finger ist rund. Ja, da gibt es auch Videos dazu. Rund. Mit dem leichten Knick. Knick zurück. Nochmal. Und immer mit dem Metronom. Das ist die erste Stufe. Wir gehen jetzt zu der zweiten Stufe und ich empfehle euch, das wirklich so aufzubauen, für die Spieler selber so und auch für die Pädagogen. Vielleicht könnt ihr das mit euren Schülern probieren. Also erst selber Finger hin und zurück als zweite Stufe.
einen niedrigen Finger zu einem höheren Finger. Also ersten zu zweiten, zweiten zu dritten, dritten zu vierten und so zurück. Wir finden zum Beispiel am Ende der ersten Zeile von der Nummer 15 genau eine 1 zu 2 Verbindung. Und zurück. Ja, die zweite Verbindung ist 2 zu 3. An dieser Stelle ein wichtiger Punkt, den ich gestern mit einem Schüler gemacht habe. Ich zeige euch das auch. Ich habe dort die schöne... Kann man das sehen? Genau, also ich wollte den Schüler erklären, wenn er ja seinen Arm schließt und sein Arm verändert ja seine Länge nicht. Ne? Weder sein Oberarm noch sein Unterarm verändern die Länge und oben verändert sich die Länge, wenn ich nach oben gehe. Was passiert mit dem Ellbogen? Ne? Also, wenn eine Seite von einem Dreieck sich verringert, dann muss ja der eine Punkt unten eben hoch oder runter gehen. Und das sieht man ganz gut. Ich zeige euch das mal nochmal. Wenn ich nach oben gehe, muss ich gestatten, dass mein Ellbogen runter geht. Ich gebe es zurück. Ne? Da ist er auf dieser Höhe. Und hier ist er auf diese Höhe. Und manchmal denkt man nicht dran, aber man versucht, das Ellbogen auf derselbe Höhe zu lassen und dann macht irgendwie sowas. Ja? Darum geht es nicht. Ich verringere oben die Länge und deswegen muss es nach unten, mehr nach unten gehen. Seht ihr das? Und da immer wieder über oben. Ihr macht also 1 zu 2, 2 zu 3, 3 zu 4, 1 zu 3 und 1 zu 4 und 2 zu 4. Ja genau, den wollte ich machen. Da gibt es die Rundung zurück. Und wenn ihr diese ganzen gemacht habt, kommt ihr zu der dritten Stufe. Das ist ein höheren Finger zu einem niedrigeren Finger. Das ist vor allem beim Rückwärts ein bisschen komplizierter. Das haben wir zum Beispiel schon mal in der ersten Zeile der Übung mit dem ersten Finger, der hochgeht und dann zurück zum zweiten Finger. Das probieren wir jetzt mal, wie das dann geht mit derselben Technik. Hoch und dann zurück. Und da auch höllisch aufpassen, dass ich das nicht mache. Ja. Und der zweite. Nochmal. Und der etwas schwierigere ist mit dem vierten Finger runter. Das ist der nächste. Handgelenk. Ja, ich glaube, das wäre es für heute. Wir haben ja jetzt schon 8 Minuten. Als eine erste Aufbauübung glaube ich, das reicht. Und in einem nächsten Video werde ich auf die ganz großen Lagenwechsel gehen und auch natürlich auf die spannende Frage, wie nutze ich das musikalisch? Wann mache ich einen Rutscher, wann nicht? Wann lasse ich das ankommenden Finger vorab gehen und wann nicht? So, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und ihr fängt fleißig an zu üben. Viel Spaß!